Wie einige von euch wissen, ja, betreibe ich nebenbei einen kleinen Supermarkt. Der ist inzwischen sehr bekannt und sehr beliebt bei den Leuten, dank unseres fantastischen Angebots und auch der wirklich Minimalstpreise. Ja, wir leben quasi von der Hand in den Mund, einfach nur, damit unsere Kunden die besten Produkte zu den besten Preisen kriegen. Es ist der beste Laden. Und vor kurzem hat so ein kleiner Wannabe-Laden aufgemacht, ja, von diesem Papus Platos oder wie der heißt. Keine Ahnung, hab den Namen gerade vergessen. Und dann wurde mir gerade Videomaterial zugespielt, was ich gerade zum ersten Mal sehe. Falls es nett ist, werde ich diesen Clip nochmal aufnehmen und dementsprechend anfangen. Ja, ich glaube, jemand will ganz dringend Beef. Ich glaube, jemand will ganz dringend Beef. Und das trifft sich gut, weil unser Beef ist gerade im Angebot. Lenny, danke für die 3, Bro. Jappi, danke für die 5. Kuss, Gronk versus Papa Platte, next Beef. Oh, yo, was? Wow. Papa Platte wird gesmoked. Was? Was? Warte mal. Das fängt jetzt anders an, als ich dachte. Warte mal. Ich dachte, der ist schuld. Bin ich jetzt schuld? Warte mal. Was? Was? Alright. Wilbo, wir laden morgen auf dem Main Channel 1:15 Uncut hoch, Bro, wo ich nicht geschminkt bin. Es wird passieren, Bro. Es wird passieren. Alright. Gut, neues Main Channel Video. Let's go. Wow. Der Laden ist besser als der von Papa Platte. Ja, leck Eier. Dass ich mal wirklich mit voller Confidence zu Gronk, fucking Erik Gronk, Kevin. Dass ich zu ihm einfach mal leck Eier im Stream sage, ist verrückt. Krank, ja. Ich würde sagen, ja gut, da gibt es ja nicht so viel zu lecken, das ist ja wie so ein Schokobon eigentlich, ist ja auch, ich würde sagen, bitte erwähnen Sie nicht unsere Konkurrenz, aber das ist keine Konkurrenz. Yeah! Oha! Okay, Bro. Bitte. Okay, Bro. Die Mitarbeiter da haben nicht mal Namen. Was? Das ist Cap. Wir haben gute Mitarbeiter wie dieser Obin zum Beispiel. Oder Magonius. Oder wie wir sie nennen, die Magonien. Weil, Digga, no joke, meine Mitarbeiter sind so gut, Gronk, dass die sich klonen teilweise. Der ein oder andere würde es nennen, Bug vom Spiel, ja. Aber ich würde sagen, Magonius hat einfach so gut gearbeitet, dass er aus einem Magonius zwei Magonien gemacht hat. Warte mal, der beschäftigt einen Mitarbeiter auf zwei Arbeitsplätzen, aber zu einem Gehalt? Oh, das ist aber natürlich, da, ganz ehrlich, also wir beschäftigen 6 Mitarbeiter, gut, die sehen alle gleich aus, ja, die kommen auch zufällig aus dem Saarland, aber das hat überhaupt nichts zu sagen, und die arbeiten ehrlich gesagt auch ziemlich langsam und scheiße, ja, aber ich werde es trotzdem mal so darstellen, als wären die toll, ja, viel, viel toller als, was auch immer er da betreibt, keine Ahnung. So, no joke, gib mir noch 1-2 Wochen und dann werde ich diesen Supermarkt von Gronk überholt haben. Wir werden ein Imperium aufbauen, Chat. Also bitte. Okay, sorry für die Update-Reg. Wärst du mit deiner passieren. It's on. It's on. Es wird passieren, es wird passieren. Scheiße, ich muss mehr streamen. Okay, gut. Das heißt, die Prospekte gehen gerade eben in Druck, ja, während wir zugucken, Prospekte gehen in Druck. Angebote sind gesetzt. Leute, ihr müsst zahlreich kommen, ja, jetzt geht's los. So, Supermarkt Simulator. Die Namen sind auch wieder am Start. Alles am Start. Das sind auch die alten Namen, ne? Von letztem Mal. Ist aber egal. Hier, unser Team Saarland ist auch wieder am Start. Und dann... Ich muss zu der Musik gerade mal was machen. Pass auf. Sekunde, ist wichtig. Ich mach mal kurz hier. Mal keine Eigenwerbung, sondern... Mal gucken, ob es hinpasst. Hört sich gerade so JRPG an, ne? Sieht gut aus. So, schnell. Jetzt Laden auf. Wir müssen Umsätze machen. Unsere Konkurrenz schläft nicht. Aber wir geben natürlich nicht auf. Um Gottes Willen. So. Gut, der Blitzschutz. So, Blitzschutz, komm rein. So, lass uns Sachen kaufen. Chat, ab rein da. Rein in den Lachs, ihr müsst Sachen kaufen. Wir brauchen dringend Kunden. Rein hier. So. Kann ich euch für Puderzucker begeistern? Oder für Tee? Oder für Orangensaft? Oder vielleicht für ein bisschen Salz und Pfeffer? So. Ja, ich mach das schon. Los, Blitzschutz. Kauf alles. So, Meister der Küche. Kommen Sie rein. Witch Kitty, hallo. So. Mark Forster schreibt mir bestimmt einen Supermarkt-Jingle und singt in einem Studio. Ist egal, ich brauche keine Freunde, ich habe KI. So, let's go. De.
Ach so, ich sehe ja Wizard nicht, weil ich das bei mir ausgekeyt habe. Also ich sehe das bei mir ja nicht. Stimmt ja. Ihr schreibt alle Wizard, aber ich sehe die Commands alle nicht mehr, weil ich das bei mir auf der Dingens habe. Auf dieser Ausblendeliste. Stimmt ja. So. Prima. Kelpi, hallo, einen wunderschönen guten Tag, liebe Kunden. Ich muss mich ein bisschen einschleimen, damit die mehr kaufen. Ha. Könntest du die Twitch-Customers auf 500 begrenzen, dass der Chat nicht so zugespammt wird? Du kannst mir vertrauen, wenn ich sage, das bringt überhaupt nichts. Wirklich gar nichts. So, Kane Ashford, hallo. Oh. Was darf es denn sein? Na klar, 29. So. Ah. Hallo, Brovakin, lalalalala. Soho. Hallo, Freya Thalen. Wie geht's, wie steht's? So, 29. Das ist echt wenig. Wir brauchen mehr Umsätze. Ist okay, wenn ich mich umsetze? So. Witch Kitty, vielen Dank. Oh ja, geil, Witch Kitty. Ja, geile Witch Kitty. Nice. Ah, ja, kauf alles. Prima. 82,30 Euro. Hervorragend. Kann ich Ihnen vielleicht was helfen? Weißt du was? Ich schmuggel den Leuten einfach Items in die Tasche, damit die mehr kaufen. Das ist ein guter Plan. Hier, Artis Lina. Hier, nimm noch Cola mit. So, das Pega. Hier, Traubenzucker. Hallo? 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 Keine Kunden. Niemand kommt zu mir. Oh, der Kundschaft, ja. Hallo, Kelpi, hate you. So. Let me help you, hate you. So. Warte. Hier einmal. 178,80 Euro. Geil. Sehr geil. Die Kunden sind so dumm, ne? Die stehen alle da hinten. Wir sind so schnell. Wieso stellen sich alle hinten an? So. Hervorragend. Das macht 420. Ja, 420, oh, geil. Ja. Zurück, ciao. So. Du verlangst ganz schön viel für die Tiefkühlpizzen. Nee, es ist Qualität. Wo gibt's Möhren? Bei Papa Platte. Wir haben nur Kartoffeln. Sorry. So. Lothlorien, Dankeschön. Oh, dreimal Fischgrütze. Na klar, 32,40. So. So, 74,20. Heute aber viele Kunden, ne? Geil. 122,50 bitte. So, hallo Stauche, guten Tag. Dreimal Butter. Ja, geil, mit Kartoffelpüree. Fühl ich. Ciao. Sehr gut. Na, Mupsi. Dreimal zweimal Pizza. Dankeschön. Tschüss. Ah, so. Papa, das ist zu teuer. Ja. Das, ich kann dazu nichts sagen, ja, weil wir sind Marktbegleiter. Aber die Hälfte von den Leuten hier waren mal seine Kunden. So, gut, dann, leider kommt keiner zu mir. Ja, Kidrell kommt wenigstens. Und ein Toast und ein Salz. Ja, so werden wir es bestimmt schaffen. 50, 70, ciao. So, Menschentier. Ja, geil, das ist doch ein geiler Einkauf hier. Guck mal. Ja, 3,70 zurück. 1, 2, 3. 70, ciao. Und Gethergott, Dankeschön, Gethergott. Vielen Dank für den Einkauf. Es wird dunkel, ich muss gleich mal Licht anmachen. Genau 100, ein Träumchen. So, warte. Komm schon. So. Na, Corte. 88,90. So. Prima. Prima. Schön, wie die bei den anderen immer stehen. Ist es fair, sich die Mods zu installieren, wo die Kunden sich besser aufteilen auf die Kasse? Oder ist es nicht auch irgendwie ein bisschen Cheating? Weil wir die im Grunde genommen ja schneller abfertigen dann. Weißt du, was ich meine? Hm.
Bin so unsicher. Ist fair? Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn er die installieren würde, würde ich es auch machen. So, warte. King Easy. Hier, bitteschön. Kellogg's, 1,50. One Simon, was? Ich unterstütze. Mir reicht's, weißt du was? Dann rechne deinen Scheiß doch alleine ab, One Simon. So ein Arschloch einfach. Erstmal drei rauchen. So. Junge, die stehen bis hinten ins Regal. So. Ach, Senioren also, ja? Eins. Moment. Zwei. Ach, Moment. Hähnchen habe ich auch früher immer gegessen. Aber dann konnte ich nicht mehr wegen der Knochen, wissen Sie? Drei. Waren es jetzt drei? Ich zähle nochmal nach. Moment, Herr Simon. Sekunde. So, und noch Spaghetti. So, das macht 4.000 Euro, bitte. Schade. Hau ab! So. Gut, weiter geht's. Fleisch, Kaffee, Bier und Honig. Wilde Mischung, aber gönn dir. 276, Lieblingskunde. 276. Lunaya, Lieblingskunde. Spike kauft nur neue Eier. Na gut, Spike. Ich gönn dir. So. Flop. Na, Jülichen. So. 151. So, Taki, vielen Dank. Dankeschön. Dann 280. Flop. Zurück. So. 62,80. Puh. Brotdose. Supermarkt zum Lotter Battle ohne Mods und nur eine Kasse. Dankeschön. Ciao, Brotdose. Ekwolf. So. Ciao. Dankeschön für den Einkauf. Pandana. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. 3,80. 1, 2, 3. 80. Ciao. So. Dann. Dankeschön. Tschüss. So. Und 60 Cent zurück. Ciao. Junge, 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 Junge. Pa. Kann man sich schnell umbenennen in kein Trinkgeld? Nein. Hier gibt eh keiner Trinkgeld. Dedede. Wir müssen, glaube ich, die Anleitung mit dem Visit ausblenden im Chat mal irgendwo anpinnen oder ausschreiben, ne? Wie das geht, wie man das einstellen kann, dass das Visit aus dem Chat verschwindet. So, Nasegul. Alte Säule. 1,30 zurück. So. Da ist sogar mein Opa schneller. Dein Opa weiß auch, dass man nur Talk benutzt, wenn man im Laden ist. Jeder weiß das. So. Naja, sind wir ganz ehrlich, niemand weiß das offenbar. So. Leute, wenn ihr Talk-Command benutzt, das funktioniert nur, wenn euer Char gerade im Laden ist, ne? Sonst bringt es nichts. Euer Char redet dann und wenn er nicht da ist im Bildschirm, dann sieht man das auch nicht. So. Bam, bam. Ist Werbung für das lokale Kino in diesem Laden erlaubt? Die Mitarbeiter bekommen auch Freikarten. Ja, dann auf jeden Fall, klar. Hä, nice. So. Ah, köstlich. So. Keiner mehr da, keiner mehr da, keiner mehr da, keiner mehr da, keiner mehr da. So, raus mit euch jetzt hier. Wir haben geschlossen. Neo, Yevon, Feierabend. Bam, bam, badadadam. Command Steel wäre immerhin auch lustig. Basti, dankeschön. Vielen Dank, Basti. Dankeschön. Nee, aber wenn der Command Steel eingebaut wird, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, der Laden geht sofort pleite. Ich sehe 1000 Visits, aber 3 Milliarden Mal Steel im Chat. 100 Pro. Mann der Dunkelheit, dankeschön. Vielen Dank, lieber Mann der Dunkelheit. So, der Tag ist rum. Einer fand die Produkte zu teuer, das war bestimmt wieder Papa Platte. So, warte. Bärenmarke-Milch. Bärenmarke-Milch? Wo war die nochmal? Ach, hier die gute Bärenmarke-Milch. So, mach ich 2,50. Sonderpreis. Sehr günstig heute. Ich warte kurz, bis die Dudes vorbei sind, fertig sind. Dann fülle ich nach. Dedim, bim, bim. So. Wie soll ich denn hier mal...
Wie soll ich mein Side-Project hustlen, wenn ich jetzt im Beef bin? Ich kann meine Karton-Hüpfburg gar nicht ausbauen. Verdammte Axt. So. Lopitz, schon wieder Dankeschön. Vielen Dank, lieber Lopitz. Habt ihr über sich im Laden verloren? Geht eigentlich. Noch haben wir nicht so viele Produkte. Bald haben wir alle. Pan macht die Lichter hier aus. Frech. So. Fupp, fupp. Lizenzen. Ach ja, wir müssen Level 56 erreichen. Level 56. Oh, andere Menschen arbeiten sehen bei der Musik, ist so holzsam. Ah. Fühlt sich das nicht gut an? Einfach nur zuschauen. Ah. So. Nur 18k auf der Kante, schwach. Ja, weil wir in unsere Kunden, in die Zufriedenheit unserer Kunden investieren. Wenn du das nicht kannst, ja, dann ist das kein Ich-Problem, sondern ein Du-Problem. Wir können uns ja gerne mal drüber unterhalten, ja. Wir leben in einer Gesellschaft. So. So, gibt's eine Gewerkschaft? Wenn ihr eine Gewerkschaft gründen wollt, dann könnt ihr das beim Arbeitsamt. So. Sind die bald fertig hier eigentlich? Ja. Oh mein Gott, die beiden Commands ausblenden bringt's ja echt auf jeden Fall sogar. Ist das mit den Marken eine Mod? Ja. Ja. Das sind so deutsche Produkte. Sind nicht alle deutsch, aber so zwei, drei hier schon. So. Wenn eine Gewerkschaft beitreten will, wird zum Kunden befördert. Oh, das klingt toll. Klingt verlockend. Ah, okay. Johanns Wurstfach, Dankeschön. Vielen Dank. Es werden so ein Joren unterstützt. Ja, komm doch vorbei. So, wer ist mit neuen Lizenz? Geht nicht, wir brauchen Level 56. Wir haben 52, wir brauchen 56. Wir müssen ein bisschen Kette geben und davor kaufen wir noch zwei weitere Erweiterungen. Zwei weitere Erweiterungen? Ihr wisst schon, ne? Zwei, hier. Hier haben wir schon eine gekauft und wir brauchen noch zwei, glaube ich, damit die Wand hier noch einen nach hinten geht. Und dann ballern wir hier noch ein paar Regale rein und dann let's go. Und Leute, packt den Visit-Command bei euch auf die Ignore-List. Wenn der Chat damit zuspammt, packt den Visit-Command bei euch auf die Ignore-List. Das funktioniert, das bringt's echt. Funktioniert sehr gut. So. Okay, war's das langsam? Yo, das war's langsam. Okay. Die gehen in Pause. Und wir, jetzt kommt unser großer Tag. Warte, kurzer Freeze, normal. Weiter geht's. Huch, Revan, dankeschön. Lieber Revanilus, dankeschön, ganz lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du lokale Läden so unterstützt. So, hier. Die haben uns ja echt alles weggekauft hier, ne? Hier, hier. Oh. Ich glaube, das war das Richtige. Tails off, dankeschön. Vielen Dank, Tails off. Da brauchen wir nicht, ne? So. So. Die Eier haben die einfach komplett. Okay. Ne, hier nicht. Warte. So.
Das ist der Part, der mich immer richtig bräsig macht. Dieses Nachbestellen. Okay, das hier kann ich stacken. So. Das bringe ich erstmal kurz raus. So. Und dann schnell weiter hier. Bam, bam, bam. Da ist sonst nix. Alter. Bleichmittel saufen die halt auch weg, ne? Okay. Nein! Das hier kommt da oben rein. Wer war das gerade? Shit, ich konnte nicht gucken. Sorry, Leute. Ich konnte gerade nicht gucken. 1, 2, das funktioniert nicht. Dann hier ein Nachbestellen. Da ein Nachbestellen. Der hier kommt raus. Flup. Würden Sie auch Roboter einstellen? Jederzeit. Jederzeit. Keine Sorge. Ich gebe den Robotern menschliche Namen. Damit der soziale Aspekt hier nicht verloren geht. So, okay. Jetzt Markt. 69 Dinger kaufen. Mehr brauchen wir gerade nicht, ne? Bei dem einen Ding hatte ich mich verklickt. Nee, hat alles gepasst. Okay, super. Problem ist, sie tragen jetzt die ganze Scheiße erstmal weg, was wir vorher nicht hatten, was leer war. Okay, das ist gut. Okay, war nicht allzu viel. Dann direkt auf. Rechnungen sind bezahlt, wir machen direkt wieder auf. So, let's go. Wir haben, ne, wir müssen ein bisschen Kette geben. Keine Zeit für Pausen. So, los Leute, ab in den Laden. Wer ist heute der erste Kunde? Zedexia, kommen Sie doch rein. Oh, welch nobler Zwirn, so gehe ich immer einkaufen. Hervorragend. Und Black Devil, kommen Sie auch rein? Immer rein, immer rein. Und hier Merlin White Esports, geil. Sehr nice. Ich bin ehrlich, ich brauche ein bisschen, ich brauche Musik, die mich ein bisschen mehr powert. Diese Musik ist gerade eher so einlullig, oder? Ich brauche ein bisschen mehr Powermusik. Haben wir Powermusik? Family Vlog. Bedroom Pop? Was ist denn Bedroom Pop? Kann ich nach Power suchen? Ich suche nach Workout. Das hat schon mal funktioniert. Motivierendes Workout. Pass auf, jetzt hier. Das ist unser Supermarkt-Playlist hier. Los geht's. I've got the power. Ich mach Licht an. So. Okay. Motivierende Workout-Musik, okay. Seid ihr motiviert zu Workout? T-Bone, dankeschön. Warum arbeitet Scam Jesus eigentlich nicht in einem Laden? Der hat mal aber das geklaut. Scam Jesus! So, ab an die Kasse. Na, Kuchen-Josi? Dreimal Schüppes? Na klar. So. Hervorragend. 30 Cent zurück, na klar. Ciao. Hast du schon Photovoltaik auf deinem Laden? Ich bin leider dumm, ich habe Photovoltaik unter den Laden gebaut. Auf dem Dach war kein Platz, da habe ich das im Keller gebaut. Aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. So, Scary Cat, dankeschön. Vielen Dank für den Einkauf, mal wieder. So. Grundwasservoltaik. So dumm. Ja, geil. Was für geile Kunden einfach wieder. Oh, Hideo Kojima-chan ist auch da. Arbeitet Timmy auch in diesem Laden? Der arbeitet unter dem Laden. Der bildet quasi das Fundament unseres Ladens. So. 4,60 zurück. 1, 2, 3, 4. Zack, zurück. Ciao. TCL Salo, dankeschön. Eggboy? Ikiboy. Ikiboy, super, hier 124,40 €, prima. Das ist Dr. Mysterio. Hat sich aber eine bunte Tüte gekauft und geht.
Linken Boma, vielen Dank für den Einkauf. Dann 30 Cent zurück. Bup, bup. So. Und Kylo Rainstorm, Dankeschön. Vielen Dank. Der Name ist immer noch geil. So, Moshpick, Dankeschön für den Einkauf. Bisschen Säftchen, bisschen Kaffee. So, warte. 4 Euro zurück. Okay. Boah, wir brauchen mehr Lizenzen, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr alles einfach. Kelwatts, wie sieht's aus? So, ciao. Kam extra aus Braunschweig. Oh, liebe Grüße zurück. Liebe Grüße nach Braunschweig. Nice. Ich weiß nicht warum, ich freue mich immer, wenn ich auf der Autobahn Nummernschild mit PS sehe. Irgendwie schön. Umsatzsteuervormeldung, verschwinde. Hau einfach ab. Wie, hier kommt jemals ein Charakter rein, der so heißt, den schmeiß ich raus. So, einen wunderschönen guten Tag. Was für ein fantastischer Einkauf einfach. So, Nicky King, Dankeschön. King oder King? Bin unsicher. Dankeschön. Na, Floddel. So, 8,20 Euro. Na klar. Oh, 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 oh. Ciao. Und Anni, Dankeschön. Vielen Dank, lieber Anni. Du hast noch Platz für eine Lizenz? Ja, aber ich brauche Level 56. Und bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Wir haben alle Lizenzen, die wir holen können momentan. So, 2,30 Euro. Ciao. Ciao. Und Mupsi, Dankeschön. Vielen Dank, Mupsi. Hey, Wolverine. Warum gibst du den Kunden nicht mal Trinkgeld? Unsere Preise sind das Trinkgeld für die Kunden. Wir geben jedem Kunden Trinkgeld. Wolverine, vielen Dank für den Einkauf. Bam, bam, badam, bam, bam, badam. Irgendwie hat ein Kollege mehr Kunden. Das täuscht, weil er viel langsamer ist. Der braucht viel länger, deswegen hat er eine Schlange. Und wir sind halt... Ne? Kohle, Kohle, Kohle. Gott. Ein Euro, ciao. Was für ein guter Laden. Schön. So, one and only Sasa. Dankeschön. Oh, 89 Euro. Ciao. Ein Träumchen. Ich mag Moneten. Ah. Schön, dass ich hier geschätzt werde. Bei Tobi werde ich immer nur geschubst. Timmy, du bist hier immer herzlich willkommen. Bam, badam. Ding, ding. Ding, ding. So. Und Timmy G81. Achso, da bist du ja wieder. Timmy, danke schön nochmal. So. Oh, dann hier 9,40 Euro. 1, 2, 3, 4. Zack. Ciao. Huhu. Huhu. Hey. Huhu. Vermisst den Shoutout ein bisschen. Tschüss. Oh, guck mal, wer da ist. SL0402. Einen wunderschönen guten Tag. Prima. Und Butterkekssoße. Hallo. Warte, warte. Dankeschön. Tschüss. How blue are you? Warte. Ich kann leider nicht mal alles lesen, was ihr da oben schreibt. Freko, auch dir Dankeschön. Weil ich natürlich Kunden bedienen muss. Ist wichtig. 95 Euro zurück? Was? Dein Ernst? 40 Cent, ne? So, der Frange zockt. Der Frange. 78, ciao. So. Jetzt kriegen wir auch mehr Kunden hier gerade. 1 Euro zurück. Dankeschön, tschüss. So, Binky, wie sieht's aus? Binky ernährt sich von Fertigprodukten. Fair. Hat jeder von uns mal die Phase. Oh. 20, so. Plups. So, Nele, auch dir vielen, vielen Dank. 5 Euro, ciao. Wuppi. Wuppi Goldberg wahrscheinlich. 106 Euro, danke, ciao. Lam, bam, 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 bam. Sind die Käufer Zuschauer? Ja. Das sind unsere geschätzten Zuschauer. Und ich verkaufe ihnen alles, was sie haben wollen, nach Herzenslust. Die stellen sich halt nur nicht bei mir an. Hm. Gina, danke schön. Vielen Dank, Gina. Ganz schön teuer, die Einkäufe, aber die kriegen auch was dafür, ne? Die kriegen halt auch was dafür. Trams, danke schön. Vielen Dank, Trams. Weil sie dumm sind.
Kennst du Leute, die immer andere Leute als dumm bezeichnen? Oder Leute, die denken, sie werden die erwarten und die anderen sind alle Schlafschafe? Kennst du die Leute? Da ist immer so ein kleines Muster hinter. Du bist dumm, du redest zu viel. Schön. So, der Mechanist, dankeschön. Vielen Dank. Warte mal. Sekunde. Schriftgröße ist, glaube ich, zu groß, ne? So, ich glaube, bei mir stellt sich keiner mehr an. So, gibt es auch schon Werbeprospekt zum Laden. Wäre eigentlich eine geile Idee. Welche Supermarkt-Level hast du bei mir? Hast du aktuell? Es sieht verschwommen aus. Das ist so ein Unendlichkeitszeichen. Ne, 52 haben wir gerade. 52. Warte, heißt das wirklich, du hast recht, das heißt unseren Prospekt. Ich bin leider dumm, ich habe nichts gelernt. So. Texttransformation brauchen wir nicht. Ich mache ein bisschen Kontur gerade, warte. Vielleicht kann ich auch ein bisschen Info mit Talk-Befehl machen, wa? So. Gut. Ich muss wichtige Informationen mal einblenden. Okay, let's go. Das war der Tag. Geil. Einer sich beschwert. Ich weiß genau, wer das war. So, und die Schokokekse werden ein bisschen teurer. Die von Leibniz, die guten. So, warte. Ist das unsere guten Leibniz-Schokokekse? Jo, die sind teurer geworden. Geil. Ich sag mal 4,90. Das ist Sonderangebot. So. Haben wir auch so im Werbeprospekt stehen, den wir euch ungefragt, 7 Stück in eurem Briefkasten zimmern.